Hallo meine lieben Schnittels, wir sind wieder beim Orakel dabei. Der Jonathan tritt heute für Frankreich an. Ja, das Salz ist schon ausgepackt. Und ich. Natürlich letztes Mal die scheiß Italiener da spielen auf der Sepp Klot, klatscht hier auf die Brust. Ich kann nur auf meine, was ist das hier, Norweger Flagge oder sowas klatschen. Ja, hier, das wir war's. Spielen wieder Deutschland. Wir vertreten die Bundesrepublik Deutschland. Jay vertritt das komische Gummelland Frankreich. Go, go! Die sich aber mega geschlagen haben, muss man sagen. Jetzt müssen wir letzten Spiel. Gegen Island. Hallo? Island hat eine gute WM gespielt, EM gespielt, aber irgendwann ist man halt auch vorbei, ne? Ja. 5:2 wär einfach zu erwarten, ja, als kann man zumindest erwarten. Aber dafür hat sich Island trotzdem sehr gut geschlagen. Ich finde, eine sympathische Mannschaft. Ja, natürlich, also für so ein kleines Ländle, ist das schon echt ganz gut. Schon geil. Was tippt denn der Jonathan? Ich tippe auf ein 3:1 für Deutschland. Ich hoffe nicht, dass das nochmal so ein schlimmes Spiel wird wie gegen Italien. Boah, das wäre ekelhaft, da habe ich gar keinen Bock drauf. Nee. Italien war das so, ging gar nicht. Das so war anstrengend. Ich würde sagen, wird ein flockiges 7:1 gegen den Gastgeber, so wie gegen Brasilien! Komm! Valbuena, no! Valbuena, ja. 7:1 Deutschland. 7:1 Deutschland, Tipp Jay. Nice. Das ist mein Tipp. Ich bin gespannt. Wie gegen Brasilien. Mal gegen den Gastgeber. Das wäre geil. Das wäre geil. Wenn es gegen den Gastgeber, Alter, dann fliegen da aber die Köpfe, ey. Das ist ein Mord und Totschlag in Frankreich. Oh oh. Ist irgendwie ganz schön. Sehr frei. Oh! Snap! So, also vor den. Was war denn dein Tipp? Sind die schon scheiße? Ja, 7:1. Okay, nice. Also, ja. Bin gespannt. Lauf doch noch da entgegen. Mit dem Pass nach vorn. Oh lol, hat er mir den easy weggepflückt. Ganz schön. Mensch, der kleine Valbuena. Ah! Schade. Das ist auch schade. Das ist sehr schade. Das ist das! Was ist das? Was ist das? Oh, ist der Torschutzziel von den Deutschen. Hat der den Ball dann einfach da nicht wegtrennt? Ich mal noch einen Meter gehen können. Ja, das Kampfschwein Marco Reus. Ja. Das Kampfschwein Marco Reus, der gar nicht da ist, leider. Mann, das tut mir so leid. Na, ja, voll das richtige Orakel. Ja, nicht mal Gomez ist hier im Kader, das ist doch scheiße. Ich würde gerne mit Gomez spielen. Mit Gomez kannst du auch nicht mehr spielen, Herr Lenzen. Ja, das stimmt. Ich kann auch nicht mehr mit Hummels spielen, wobei Hummels. Wobei ich auch zugeben muss, ich habe auch keine Ahnung, wer jetzt überhaupt bei Frankreich spielt. Das stimmt. Ob wir denn hier richtig orakeln, das steht ja auf einem anderen Bett. Alter, sind die schnell! Jetzt kommt der Griezmann! Na! No! Ach man, nimm doch mal den Ball! Oh, das war aber mal eine enge Kiste hier. Man merkt schon die Verbesserung zum letzten Mal von Jonathan hier. Laber doch kein Bullshit! Doch, schon. Ich finde, man merkt das schon. Bla, 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 ey. Echt jetzt? Deine Mutter. Also wir spielen halt weiter auf PES. Hör auf, wir holen dich, ums Maul zu schmieren. Wir spielen halt weiter auf PES, weil auf PES haben wir angefangen. Eigentlich wollte ich das Christian aufhören. Übernehmen lassen. Ja, der hat aber gesagt, so, ich hab PS schon deinstalliert. Ah, fuck it. Musste ich halt. Alter! Oh, was musste ich halt Ding. Schon ran. Ja, keiner will Frankreich vertreten, kann ich auch verstehen, aber die Deutschen vertrete ich natürlich wieder umso lieber. Frankreich hat ein gutes Spiel, fand ich. Also, weiß ich nicht. Mich hatten die nicht überzeugt in der Vorrunde. Ja, vor allem die Irland-Spiel nicht anderen gesehen, Spiele tatsächlich. Waren echt so, geht so. Also die Gruppenspiele das Island-Spiel, waren echt mega langweilig. Das war schon echt ganz gut. Obwohl natürlich Abwehr, zwei Tore gegen den Island reinzukriegen, ist halt auch nicht gerade der Burner. Wobei der erste Tor war richtig nice. Das war, glaube ich, eine Ecke, ne? Und dann noch der Fuß dazwischen gehalten. Da kann man halt nichts machen, weil Standardsituation, da macht man auch mal als Island ein Tor. Matuidi, sagt er. Ist er nicht Matuidi? Matuidi. Los! Lauf was! Obu! Obu! Obu!
Elfmeter, jawohl! Alter, Alter, das muss Rot geben, Mann! Oh, oh, weg oh, mit oh, dir! Nein, das gibt Rot, das gibt Rot! Alter, unser Matchwinner Hector, der muss doch Rot kriegen für sowas! Ey, der hat mich voll weggeräumt, Mann! Gretchen ist hier bei PES noch ein bisschen anders. Du hast mich vollkommen weggeräumt! Oh, fuck! Und dann kriegen wir hier ein Fußballspiel. Nice. Komm schon. Was ist das denn? Was? Ich hab da links gedrückt. Und ich habe in keine Richtung gedrückt. Ich hab da links gedrückt mit beiden Sticks. Also mehr kann ich auch nicht machen. Ich weiß nicht, wie ich hab den rechten Stick gar nicht bewegt. Aber okay. Oliver Giroud schießt einfach in die Mitte wie die guten Italiener. Die haben das nämlich auch die ganze Zeit gemacht. Easy. Ja, Italiener, die waren echt krass, ey, wie die. Da hab ich nachher auch gedacht, neuer Ball. Ey, ich hab mir fast in die Hose gepisst, als dieser Zaza da angelaufen ist, da angetrippelt ist. Wie so eine Möwe. Oder wie heißt diese. Wie heißen diese Vögel denn? Sandläufer oder sowas? Keine Ahnung. Also so auf jeden Fall auch solche. Ja, so ungefähr. Die sind auch so ähnlich. Oh, das war zu weit. Oh, was machst denn du da? Was hat der denn? Er hat dir den Ball geklärt. Sonst wäre da meiner da rangegangen. Fast wie im richtigen Leben. Was denn? Da wird der noch getackelt und kriegt den Ball nicht schön durch. Schön das Ding klären, Freundchen. Also die Deutschen hier noch im Rückstand. Boah, als der Boateng da auf einmal seine Arme hochgenommen hat, ich hab gedacht, ich raste aus, ey, ohne Scheiß. Die Memes sind einfach der Oberbörder. Das ist der Obershit, ey, was der da gemacht hat. Ey, so witzig. Mit dem Ballett und dem Basketballkorb und so ein Scheiß. So geil. Und da hab ich gedacht, boah, und wenn der jetzt noch den Elfer dann verschießt, ey, dann wird der gehasst. Da hat der so ein geiles Spiel gemacht. Der macht einen Fehler halt, ne? Ja. Beziehungsweise kannst du das nicht mal unbedingt als großen Fehler ankreiden. Nee, kannst du auch einfach nicht. Pech. War auch Pech. Weil er wollte ja nicht einen faulen sozusagen. Deswegen hat er die Arme halt hochgerissen. Und nicht, genau, weil er den Ball halten wollte. Hat man ja gesehen. Ja. Ja, und dann kriegt er den da so echt dämlich dagegen. Boah, Alter, Boateng hier, richtig geile Abwehrdinger. Was spielen die denn heute für einen Müll hier? Boah, Alter, speichert der hier das Ding. Die Franzosen stehen viel besser in der Verteidigung als deine blöden Fick-Italiener. Die sind ja auch. Die Fick-Italiener waren ja auch total scheiße. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Oh, Snap! Oh, Snap! Boah, war das knapp! So, weg das Ding! Und nicht wieder als eigenes Tor, bitte. Das war so geil, Jay, der ein Eigentor schießt, ey, mit den Italienern. Das war gar nicht so geil. Das wäre super awesome gewesen, wenn das wirklich passiert wäre. Können wir den mal bitte klären? Keines der beiden Teams klären hier. Den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Mann! Was ist das denn? Evra. Ja, Tor! Lass mich wieder weg, das Ding. Weißt du, der speichert halt immer irgendwie den Schuss nach hinten. Aber es ist auch gut, dass der Lloris wenigstens den Ball da hält. Alter, was geht? Hier ist Matuidi. Matuidi? Matuidi? Oh, die Torchance! Was ein Ding, gut, dass der Neuer da war. War das Antoine? Ich glaube, das war Antoine. Heißt der auch Antoine Griezmann? Nö. Der hat richtig gut gespielt gestern, ey. Also, gestern war das Frankreich-Spiel bei uns. Franzosen haben generell, glaube ich, ganz gut gespielt. Wie gesagt, 5 Tore. Na, 5 Tore bei einer EM ist schon krass. Geht schon ab, ey. Viertelfinale, ne? Ja. Nicht nur EM. Spielt den Pass. Ah. Hab ich zu viel gewollt. Da hab ich Mann, zu viel gewollt. Was aber ist denn hier los? 1-0? Da kommt gar nichts mehr ohne Gomez. Ohne Gomez ist hier einfach nichts los vorne. Das war auch bei Italien so schlimm. Die haben immer nach vorne geflankt. Weißt du, als wenn da Gomez stand. Und dann war da halt nur kleinerer Draxler. Ja, beziehungsweise halt nicht Gomez. Der Draxler war so unauffällig eigentlich so im Spiel. Ja, wow. Gleich kannst du über Özi sagen, bis auf das Tor. Das stimmt. Sich vor Augen halten. Wir haben noch Zeit. Also. 45 Minuten. Die haben war nicht das beste Spiel von den Deutschen, aber Hauptsache gewinnen. Der Rest ist schon scheißegal. Die Italiener haben das schon richtig gut gemacht mit den Leuten. Was ist das denn? Was ist das denn jetzt? Und nicht wieder abbrechen. Hä?
Ja, alles klar. Okay. War auf jeden Fall hast im Aus. Hast du ein Pfiff gehört? Ich nee, nicht. Aber ich hab ein Standbild gesehen. Das hat gereicht für das Spiel. Ah ja. Zack. Go, go, go! Halt den! Auf! No! In den Pfosten! Özil! Komm schon! Was ist denn da los? Völlige Eskalation hier! Ach komm, was ein Ball. War jetzt genug Powerplay, ne? Hier ist Giroud. Mesut Özil. Der ist schön durchgekommen. What the heck? What the heck? Was für krasse Abwehrspieler sind das? Speichern, das ist so nervig. Oh, Jay, mach mal einen langen Ball nach vorne. Oh, das hat gut geklappt. Gut unterbunden. Ja, alles super geklappt. Sie haben den Fehler des Gegners entfroren, bevor es überhaupt brenzlig werden konnte. Sorry, Marco. Der Reus, der wird auch weiterhin nur verletzt hier. Oh, snap! Alter, pass doch nach unten, du Spasti! Tor, 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 Tor! Ah, oh, gespeichert. Hat er auch gespeichert. Ey, das kann doch nicht sein, wie einfach du mir den Ball abnimmst. Einfach achteln. Einfach achteln, deine Spieler. Jetzt geh doch mit. Ah, dann nicht. Hier ist Reus. Ach, Reus. Er nimmt das Herz in beide Hände und hat fast Erfolg damit. Ey, ich komm da nicht voran, Mann. Hä? Ich auch mal den Ball? Hallo? Der kommt richtig. Nein, viel zu weit. Was ist denn da los? Er lässt sich in dieser Situation nichts zu Schulden kommen. Das ist Schweinsteiger. Die gehen einfach dem Ball nie entgegen. Hast du sowas? Ja, gut! Geh dem Ball einfach nicht entgegen. Gar kein Problem. Wie viele Torchancen brauchen die Deutschen denn noch? Was ist denn da los? Das gibt's doch nicht. Das Einzige, was ihn von seinem Das sind einige Zentimeter. Gib's mir das Tor. Das Tor der Gerechtigkeit. Des Ausgleichs. Der Freiheit. Snap. Sanja. No! Oh, was ein Ball! Scheiße! Luis! Kam der gerade noch dran. Du hast echt ein krasses Defensiv. Oh, was ist das? Was ist das? No, Neuer! Was ist das? Mach Müller, nicht Neuer. Okay. Wenn man die Dreieckstaste quasi drückt, die Y-Taste, dann legt er sich den Ball nicht zu Füßen, sondern macht so einen Kullerball nach vorne. Gut zu wissen. Alles klar. Alter, was? Es ist Bockbar. Schlägt er dem ins Gesicht oder was? Es ist Bockbar. Bockbar. Echt Bockbar. Oh, ja, ja, ja. Nein. Da. Hier Hummels, der gar nicht mitspielen darf. Der macht das. Was ist das denn? LOL. Der war gar nicht so kacke. Aber was der Torwart denn? Ja, lauf dem doch nicht auf den Ball zu, sondern lauf irgendwie in diesen Kreis. Jetzt pfeift der Abseits. Ernsthaft? Alter Vater, ey. Also umso mehr ich dieses PES spiele, umso mehr eklatante Schwächen kommen mir in dem Spiel davor. Also zumindest zu FIFA, Alter. Das ist ja schrecklich teilweise. Oder bin ich einfach zu blöd dafür? Ja, das hat schon einige dicke Dinger. Alter Vater, ey. Ich dachte, das wäre eigentlich gar nicht so scha... LOL, das war mega knapp. Ich meine, ich hab doch mal gehört, dass das gar nicht mehr so scheiße sein soll. Guck dir das mal an, was ist das? Nein, ach komm schon. Ey, guck dir doch mal an, was ist denn das für ein Wuselhaufen von Menschen? Das ist ein mega geiler Wuselhaufen gewesen, ey. Das war mega schlecht. Ey, was ist das denn für eine Scheiße? Mega schlecht gewesen. What the heck? Ach, herrlich.
Komm schon. Jawohl! Tor! Ah, Schweini! Zurück in dieses Spiel. So einstudiert, so umgesetzt, ein perfekter Tor. Ja. Endlich das verdiente Ding. Aber der stand auch mega frei. Da stand einfach kein Mensch von denen. Hey Dalu, was machst du hier? Was los? Achso, die Katze ist da. Jetzt renn doch mal! Alter, was ist das denn? Warum rennen die denn bei mir nicht? Habe ich eine andere Steuerung? Vielleicht hast du eine andere Taste belegt. Mario Götze. Schweinsteiger. Hier ist Reus. Reus mit dem langen Pass. Oh nein! Jetzt beginnt die Nachspielzeit. Na, das gegnerische Team macht richtig an. Schön! Mann. Situation lösen. Griezmann. Alter! Wie gut du grätschen kannst in dem Spiel. Ich komme überhaupt nicht klar mit dem Grätschen. Ja, genau. Deshalb habe ich auch einen Elfer gekriegt. Also du einen Elfer gekriegt. Oh no! Nein, was macht... Dann hält dein Typ ihn nicht fest und der bleibt stehen. Scheiß hält er dich fest. Oh nein, unentschieden hier. Mann! Oh nein. Erweiterung. Erweiterung hier. 8 Schüsse aufs Tor. Ne, aufs. In Richtung Tor und 5 aufs Tor, ey. Da geht's in die Verlängerung. Mal gucken. Oh, mega anstrengend. Komm, wir wollen auch. Ne, Sterne gibt's ja für eine EM nicht, aber. Wir wollen noch den Titel, wir wollen noch den Titel, Mensch. Ja, nicht, dass du den Titel kriegst. Aber wir wollen bestimmt keinen Elfmeter schießen wie gegen die Italiener. Das war der Mega-Hammer, ey. Ich hab gedacht, ja, vor allem weiß ich nicht die Steuerung bei PES scheinbar. Na, das stimmt, das weiß ich ja auch nicht. Da wird ja dann richtig geil. Schießt ja die ganze Zeit nur in die Mitte. Oh, Mann! Oh, was machen die denn immer für Ole? Oh, Bongo-Bälle. Hallo, will mal irgendeiner... Aha. Ja, deshalb sind sie nicht gegangen, weil eh mega Abseits war. Ja, aber es ist geil, dass es da so offen ist. Ja, hätte gut klappen können, aber leider nicht. Die Franzosen, die passen ein bisschen besser auf. Merkt man schon. No! Och, Lacazette. Was war das? Was? Oh, oh, oh. Oh, Dalu. Lassana. Weg. Mann. Was ist das? Ich hab was anderes gedrückt. Was ist das? Ich hab was anderes gedrückt. Ein langer Ball über die Abwehr. Easy. Das wird schon mal faulen gehen. Frankreich. Verwaltet den Ball derzeit nur, dann kommt. Alter, willst du mich verarschen? Die Steuerung bestimmt irgendwie umgeändert. Hätte die Steuerung bestimmt irgendwie umgeändert. Ja. So, jetzt machen wir einfach nochmal genau das gleiche Ding. Wutz! Guck mal! Oh! Ist ja noch eine Ecke. Noch eine Ecke. Oh, nee. War ein bisschen kurz. Komm schon! Genau in die Mitte! Jawohl! Der sieht gut aus! What? Was? Wo kam der Schuss denn jetzt bitte her? Schon wieder Ecke, ey, Mann! Zicke, zacke, zicke, zacke! Ja, putz, putz, putz. Ah! Was ist das denn? Was kann ich denn? Was drücke ich denn bitte falsch, wenn ich so ein Noob da angeblich bin? Was drücke ich denn falsch, dass die Spieler bitte den Ball nicht annehmen? Ich will das wissen. Das weiß ich auch nicht. Ich muss ja irgendwas drücken. Die können doch nicht so kernbehindert sein. Ja, dass die den Ball nicht annehmen. Ja, das verstehe ich auch nicht, was die bei dir immer machen.
Nein, jetzt gibt's aber hier Rot, ja, endlich am mal. Arsch gibt das Rot, ey. Warte, also, probier mal. Ja, mit Marco Reus. Wie viele Meter sind da? 43, ja, genau. Zack! Ja, komm, renn doch noch weg, du dumme Nummer 6! Hallo! Alter! Er steckt ihn durch. Ich raste aus, Ben. Oh, Müller, so. Oh, schade, letzte Aktion noch. Das kostet mir die letzten Nerven. Sieht gut aus. Wir kämpfen uns hier zurück. Die Deutschen kämpfen sich zurück. Aber hier in der Verlängerung müssen wir noch ein Tor schießen. Sonst haben wir echt ein Problem. Elfmeterschießen wird echt krepelig. Ist ein bisschen wie das Italien-Spiel, ey, wo die Deutschen, die preschen nur aufs Tor. Haben die Deutschen nur aufs Tor geprescht? Also, hast du ein anderes Spiel gesehen? In Italien? Klar, sind nicht nur aufs Tor die sind nicht nur aufs Tor geprescht. Ja, schon, aber die haben halt nichts hingekriegt. Also das war halt das Problem. Alter. Machst du Hurenspiel! Nix! Angeblich ja immer irgendwelche Tasten drücken, die das Spiel scheinbar so sieht. Jetzt ist er unterwegs. Oh no! Jetzt ist doch. Ah, der war leider daneben. Wird es noch einen Sieger geben? Es dauert nicht mehr lange und dann wissen wir, ist es hier beim Unentschieden geblieben? Nein! Ah, dann tackelt er den in die Richtung. Damn it! Und rüber auf den. Oh no, 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 der Lacazette! Der. Oh no! Das wäre ein episches Tor geworden. No. Ah, die Franzosen kommen nochmal zurück hier. Die Franzosen kommen nochmal zurück. Ich brech ab hier. Im Mittelfeld entscheidet sich das Spiel jetzt nicht mehr. Im Mittelfeld entscheidet sich hier gar nichts. Ich entscheide jetzt mit dem Tor. Fuck! Was macht denn der Boateng? Da kommt der Boateng von hinten angerannt, oder was? Oh! Hinaus auf die Außenbahn. Der Ball kommt durch. Das kann doch nicht sein, dass der sich da durchkämpft. Oh! Das kann nicht wahr sein, Ander. Es hat null, sich null Fitness noch. Och nein, Elfmeterschießen, das sieht nicht gut aus. Wieder so ein Krimi hier. Nun schlägt die Stunde für das kann ich nicht aus. Ey, das kann ich, ey, wenn das so endet, werde ich das nicht überleben. Ja, Jay, aber wir wissen beide nicht, wie die Steuerung funktioniert. Ja, super. Irgendwie haben deine bessere Schützen. Das stimmt, und ich sollte auch einfach mal den Müller. Wir sollten der Müller. Verdammt, ich hab bestätigt. Wir sollten der Müller eine 72 nur in Elfmeter. Was ist denn da los? Das ist ja egal, wir wissen sowieso nicht, wie man schießt. Ja, das ist das Beste. Oh, das ist immer, wie man springt. Ich benutze einfach mal die FIFA-Steuerung. Wenn das echt so wird, wie fucking gegen Italien, dann breche ich euch da. Okay. Was ist das denn? Warum kann ich mich nicht mehr bewegen? Nein, wieso bewegt? Leute, was ist das denn? Was war denn das für eine Scheiße? Jawohl. Das ist lächerlich. Ich drück einfach was. Ja! Was hält denn der Ding? Ja, weißt du, du findest die richtige Ecke und trotzdem halten die dich. Was muss man noch eine Taste Bullshit? Drücken? Ja, bestimmt. Und der macht den Elfer rein. Aber ist irgendwie noch eine. Hä? Warum schießt denn der nach? Also, wenn die springen, wenn der Torwart springt, oder sonst wird er an irgendwelchen Seilen oder so befördert wird. Was ist denn das denn? Das kann ihn aber trotzdem nicht halten. Ja, schönes Random-Spiel hier, ey. Leck mich am Arsch. Das kann ja was werden, ja. Okay, Jay. Keine Ahnung, was ich drücken muss. Ich drück mal alle Tasten. Oh no! Oh, oh no, da schießt er drüber! No. Soll ich nicht alle Tasten drücken? Sie hat schon wieder verschossen! Oh!
Aber ich habe keine Ahnung, was man drücken muss. Oh shit, das ist rot, das ist im Rotbereich. No! Lol. What? Alles klar. Das war im roten Bereich. Hat man ja gesehen. Scheiße, die Deutschen. Oh, oh, der Götze ist im Zugzwang. Oh Gott, rett der an. Oh! Ey, der war nicht mal halb voll, der Strich. Oh, dass ich mal im Elfmeterschießen gegen Sepp gewinne und dann auch noch bei so einem unwichtigen Spiel. Boah, das ist jetzt fast nicht mehr machbar. Oh, oh, oh. Der entscheidende Schuss von Sissoko. Oh, 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 oh. Sollte Frankreich wirklich im Elfmeterschießen gegen die Deutschen gewinnen? Wir wollen es nicht hoffen. Tor. Der ist durch den durchgeflogen! Das kann doch nicht sein! Das ist ein Scheißspiel! Der ist durch den Neuer durchgeflogen! Hast du das gesehen? Ich habe gesehen, dass der Tor geknallt wurde. Der ist durch Neuer durchgeflogen! Das kann doch nicht sein! Scheißspiel! Meine lieben Leute, so wird das Spiel am Samstag, nee, am Donnerstag nicht ausgehen. Ich protestiere, ich reiche Klage ein, das geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Was für Scheiße! Und wir gucken uns einfach das richtige Spiel an und hoffen, dass es nicht so ausgeht. Ja, das sehe ich auch so. Bitte lasst einen Kommentar dazu da, zu diesem letzten Tor, zu allen Toren. Was ist das denn für eine Scheiße? Bis dahin, ciao. Ciao. Oh, oh, wir wollen es nicht hoffen.